so Langeweile haben wie die anderen. Aussehen ist gar nicht so wichtig. Im Leben zählen andere Dinge. Sie hat immer so gute Laune. Ich wünschte, ich wäre schwanger. Schwanger haben einen schönen Mann und ein schönes Haus. Wie geht's, Sabrina? Ich glaube, da haben ein paar kleinere Komplikationen. Also. Schreibst du deine Memoiren? Ich sterbe noch vor Lachen. Tag, Abiel. Sie sehen doch schon wieder so blass aus. Kann ich Sie bei einem Abendessen bei mir vielleicht ein bisschen aufpäppeln? Sag mal, ist das, was du hast, eigentlich irgendwie besser geworden? Du bist also bei mir, weil du im Englischunterricht laut geschrien hast. Ich hoffe doch auf Englisch. Bis zum nächsten Mal legst du bitte ein Zwangtagebuch an. Und dazu notierst du alle Zwänge samt Datum und Uhrzeit. Alle? Natürlich, alle. Wenn sie alles gesagt haben, was gesagt werden musste, dann wird ihr Tod ihr größter Höhepunkt sein. Jetzt sei doch mal ein bisschen selbstbewusster. Jessica, glaub an dich. Hi, du schöne Badehose. Das ist mein Buch. Jetzt gibt's dir. Kannst du kommen? Sie will die Ehe mit dir vollziehen. Da draußen steht ein junger Mann, der sagt, er sei hier, um die Ehe mit Sabrina zu vollziehen. Kommst du öfter her? Wenn ich den Kopf reinkriegen muss. Sag mal, kann das Auto eigentlich auch fahren? Das Leben ist schön!